Reversi. Jetzt sind wir schon bei einem Strategiespiel. Da muss ich doch bestimmt einen Joystick gleich einstecken. Ein Strategiespiel, vielleicht geht es aber auch ja ohne Joystick. Wir gucken mal. Äh, auswählen. Passt. Am 12.05. ist ein Freitag und der Donnerstag ist frei. Also fünf Arbeitstage. Mhm. Ja, ich bin da so ein bisschen aufgeschmissen gewesen jetzt. Ich, ich weiß auch nicht, was die fünf Arbeitstage bedeuten sollen. Wie diese tolle Musik. <laughs> Spielanleitung. Spielanleitung. Versuche möglichst viele Steine der eigenen Farbe auf das Brett zu setzen. Zu Beginn liegen je zwei Steine der beiden Farben in der Mitte. Lege nun während deines Zuges einen Stein deiner Farbe auf das Brett. Dieses muss immer so geschehen, dass die Steine des Computers von deinen Steinen in Linie eingeschlossen werden. Horizontal, vertikal oder diagonal. Die eingeschlossenen Steine wechseln die Farbe. Ah, okay. Kann kein... Also ich habe Ah, okay gesagt, ich habe aber kein Wort verstanden. Kann kein Stein gedreht werden, muss man passen. Zum Passen setze äh, oben links in das rote Feld einen Stein. Das Spiel endet, wenn alle 64 Felder belegt sind oder kein Stein mehr gesetzt werden kann. Mit dem Joystick oder der Tastatur kann das Kreuz zum Setzen der Steine bewegt werden... Mit Feuer oder Space wird der Stein gesetzt. Bei einer Fehleingabe wird das Kreuz an den zuletzt gesetzten Computerstein zurückgesetzt. Ich könnte diese Musik auch in den Pausescreen packen, oder? Wenn ich dann Pause mache, läuft das die ganze Zeit. Ich find's toll. Oh, ich trinke noch einen Stück Tee, bevor ich anfange. Anleitung lesen ist für Anfänger. <laughs> Man muss zehn Kalendertage nicht arbeiten und verbraucht dabei nur fünf Urlaubstage. Hm. Direkt 2 Nein. So. So, einmal alles gehört. So, Joystick 2 oder ASPL dieses ASPL das ist dann wenn man beide Hände auf der Tastatur hat dann hat man hier einmal äh, A und S für links und rechts und P und L für oben und runter und kann dann mit, der, mit dem Daumen auf Space drücken eine recht interessante tastenkombination ich werde aber mal den joystick in Port 2 anstecken so oder ging aber leicht rein und äh, dann schwarz oder weiß ich würde sagen äh, Weiß. Wollen Sie anfangen? Ja, natürlich. Womit denn? Spieler 2. Oh. Oh, der sollzig funktioniert. Toll. So, ich war weiß. Also ich drücke jetzt mal da. So. Ich habe Feuer gedrückt. Nichts ist passiert. Ah, doch, jetzt. Ah, jetzt ist da alles weiß geworden. Jetzt ist der Computer ran. Also im Prinzip muss ich sehen, dass ich immer die Randsteine besetze. Boah, jetzt mach mal Computer. So hm. <laughs> mal <Dummer> Computer. <laughs> so. Ich setz mal äh, ich setz mal da einen hin so. Oh, drücken hier der Feuerknopf? Da muss ich aber mal ran an dem Joystick. Der ist nicht so gut. Ich, ich, ich werde mal auf Tastatur umsteigen. Im Eingang stand, teste deine Intelligenz. Ist der Computer noch zu Gange oder bin ich jetzt dran? <laughs> Habe ich nichts gemacht? Ach, da darf ich nicht. Okay. Äh, warum darf ich da nicht? Das weiß der Computer selber nicht. Ich setze mal da ein. Geht auch nicht. Ah, ich, muss, ich muss so setzen, dass ich ihn umschließe, richtig? Also hier müsste gehen. Dann genau. Ah, okay. Alles klar. Scheinbar so eine Art Go, ja, genau. Irgendwie, also ich Go weiß ich auch nicht so genau, wie es funktioniert, nur so ungefähr. Aber es sieht zumindest mal so halbwegs so aus. Und immer einen überspringen. Oh, ich bin dran. So. Ach Mist. Moment, dann setze ich jetzt da ein. Ach, das geht gar nicht. Ah, okay. Ich muss ja immer irgendeinen von ihm umschließen. Äh, so hier zum Beispiel. Okay. Dann könnte ich jetzt da unten in die Ecke einsetzen, dann wäre das so schräg. Beziehungsweise an den Rand, dann hätte ich den einen Rand mehr oder weniger erobert. Oder auch nicht. <laughs> hm, Moment, jetzt. Aber ich könnte ja jetzt hier so. So da. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das so schlau ist, was ich hier mache, aber es, Ich, ich habe das. Da ist so ein bisschen wie, äh, wie Mindsweeper. Da habe ich auch sehr, sehr lange gebraucht, bis ich das Spiel verstanden habe. <laughs> da habe ich erstmal einfach geklickt. Nein, nicht einsetzen! Das ist unfair, wenn du. Oh, setzt da bloß keinen hin. Ich mache sofort die Reset. Ganz ruhig, Andreas. Das ist nur der Computer. Der ist nicht so schlimm. Ich setz mal da einen hin. So. Geht nicht? Ich dachte, das ginge. Ich dachte, Dialog. Dialog. Dialo, ja. Diagonal ginge auch. Moment, ich setze es mal da einen hin. Oder hier so. Da. Ich weiß nicht immer so genau, warum dann dieser, der an der Seite auch jetzt weiß geworden ist. Naja, wir gucken mal. Was wird er tun, der fiese Computer? Nein! Das sollst du nicht tun! Blöder Computer. Okay, irgendwie ist der Computer etwas schlauer als ich, habe ich das Gefühl. Er macht so komische Sachen. Das könnte er da unten. Da könnte er auch. Ja, das ist aber nicht, will ich aber nicht so, wie er das gerade. Hm. Und am Schluss kommt der dreiköpfige Drache, was? <laughs> so. Nimm die, schändlicher Computer. Ich bin also überhaupt nicht taktisch unterwegs gerade. Ich mache einfach mal irgendwas. Also, jetzt nagelt mich nicht drauf fest, was ich hier tue. So, jetzt wird das alles schwarz. Und jetzt könnte ich ja theoretisch hier so. Moment. Vielleicht hier so. Oder? Ist das eine gute Idee oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach. So. So, jetzt kann er da wieder die Reihe rummachen. Ich glaube, ich werde die Runde nicht zu Ende spielen. Das ist ein bisschen langweilig, oder? <laughs> Weil ich überhaupt nicht weiß, was ich hier gerade tue. Ach, guck mal, er kann so diagonal. Das ist ja interessant. Und jetzt könnte er mir die ganze Reihe hier platt machen, indem er jetzt hier außen einen hinsetzt. Und um das zu verhindern, müsste ich ja jetzt praktisch äh, hier, jetzt muss ich mal eben gucken, hier einen hinsetzen, oder geht das? Eigentlich wollte ich das jetzt so schräg, aber das, das, nee, das war jetzt nicht nee, egal. Ach ja, wir schauen mal, was hier noch so passiert. Ja, genau da hätte ich jetzt auch einen hingesetzt, danke. Genau da. Ich war mir nicht sicher, ob ich jetzt einen hinsetzen kann. Naja, egal. Kann ich hier einen hinsetzen? Jetzt macht er das schräg und nicht gerade. Jetzt macht er außen, dann ist die Reihe auch so ziemlich schwarz. Ich bin gerade ziemlich... Wie sagt die Jugend heutzutage, lost. <laughs> Gleich mache ich hier rage Crit, wenn das hier so weitergeht. Computer. Jetzt kann er auch da oben wieder einen hinmachen. Ja, da hätte ich jetzt mal nachdenken müssen vorher. Das war jetzt dumm von mir. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ich noch keine einzige schlaue Aktion gemacht habe in diesem Spiel. Ich hasse ja so Denkspiele. Guck mal, da denkt er ja extra lange nach, ne? Nur um mich hier zu demütigen macht er das. Blöder Affe. So. Zack. Ja, jetzt macht er die Schräge. Dann könnte ich da unten. Noch ist nicht aller Morgen Nacht. Ich könnte ja auch passen. Ich bin mir noch nicht mal sicher, nach welchen Regeln ich hier überhaupt Steine legen darf. Moment. Nee, hier kann ich jetzt keinen legen. Oder doch? Nee. Ich muss ja sehen, dass ich irgendwie die Reihe da wieder weiß kriege. Dann könnte ich hier einen hinlegen. Und dann wird die Reihe weiß. Was macht er denn dann? Dann macht er wieder irgendwas Doofes, was mir hier die Tour vermasselt. Und wenn ich da oben den Rand wegmache, dann, also da oben, hier so, da? Dann wird das Feld mit weiß. Aber das bringt mir eigentlich nicht viel, oder? Ich weiß es nicht. Ich, ich lege jetzt einfach. Das Feld ist ja gleich voll. Ach, da kann ich nicht hinlegen. Jetzt auf einmal geht das nicht mehr. Ach ja, ich muss ja die umschließen, irgendwie. Oh, ich muss sie umschließen. Hm. Ja, komm, ich krieg jetzt da hin. So. Mal gespannt, was er jetzt wieder für den Quatsch macht. Er reißt mir die jetzt wieder auf, irgendwie wahrscheinlich. Ja, oder das? Das geht natürlich auch. Aber wenn er das macht, dann ist ja das jetzt schwarz und dann könnte ich ja theoretisch, Moment, dahin und dann wären die beiden wieder weiß. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob mir das was bringt, aber ich mache jetzt einfach. Nein. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Oh, ja, war ja klar, ja. Der Computer ist viel schlauer als ich. Der kennt die ganzen Muster. Hm. Ja, das habe ich mir gedacht, dass jetzt wieder so was Fieses hier versucht. Unfaires Spiel kann ich dazu nur sagen. Meine Güte, da wird ja alles schwarz. Hm. Ich glaube, es ist abgestürzt. Gleich, gleich gehe ich raus. Gleich. Aber ich probiere es erstmal noch so ein bisschen. So. Ja, viel bleibt mir jetzt hier überhaupt nicht übrig. Ich habe mich hier so blöd verbaut. Hier geht nicht. Ich muss ja, glaube ich, irgendwo anlegen, wo schwarz ist, beziehungsweise wo irgendwas weiß wird. Hier zum Beispiel. Dann ist das weiß. Dann kann er mich da wieder. Naja. So. 24 zu 11. Bin ich schlecht. Bin sowas von schlecht. Oh nein! Oh, jetzt wird alles. alles ist alles verloren. Aber sowas von. Ich habe sowas von versagt bei diesem Spiel. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Das ist jetzt auch noch auf Videobeweis. Ah. Ja, komm. Also Spaß ist anders. Ich hasse Knobelspiele, wirklich. Ich hasse es wie die Pest. Ich mag es einfach nicht. Ich verliere auch immer dabei. Wahrscheinlich mag ich es deswegen nicht. Das kann natürlich sein. Was hat er gemacht? Ich habe mich aufgepasst. Ach da, ach so. Ja, danke. Alles. Alles gut. Meine Güte. Hm. Ja, egal was ich mache, er kann ja alles mehr oder weniger direkt rückgängig machen von dem, was ich tue. Das ist gerade alles ein bisschen schade. Hm. Ja, hätte ich an deiner Stelle auch gemacht. Da geht nicht oder darf ich da doch tatsächlich das war bestimmt wieder doof was ich da gemacht habe hm. kann ich nicht auch mal irgendwas kluges machen jetzt kann er mir gleich die ganze Reihe da unten klauen ich könnte hier einen hinsetzen, dann wäre zumindest mal so ein bisschen was. Ach komm, wir machen das einfach mal. Ich habe gehört, es gibt Leute, die sehr gut sind in solchen Spielen. Ja, komm, setz da hin. Na, nicht da unten. Aber ich befürchte, dass du das da hinsetzt. Ist aber auch gemein. Warum kann der nicht einfach dumm sein? Wahrscheinlich bin ich einfach nur dümmer. Das ist wahrscheinlich das Problem. So, Moment, hier. Ich drücke auch noch, jetzt drücke ich auch noch die falschen Tasten. Äh, ja, was machen wir denn jetzt? Soll ich hier mal irgendwie so und dann hat er wieder und dann ist ja gleich vorbei hier die Nummer. 13 zu 33 zu 13. Hm. Ja, mach, komm. Setz da hin. Dankeschön. So. Muss ich mir überlegen. Wenn ich jetzt hier hinsetze, wird das alles weiß. Und dann kann er mich aber wieder umringen, weil da auch weiß ist. Und hier ist genau das gleiche Problem. Dann werden die weiß, dann macht er die schwarz und dann komme ich nicht weiter. Hm. So. 20 zu 29. Ich würde ja mich jetzt freuen, dass es ja jetzt besser aussieht, aber es ist eigentlich äh, das wird nicht lange so bleiben. <laughs> oh nein! Ach, ich mag das Spiel nicht. Es ist nicht meins, das Spiel. Ich kann hier immer nur jammern, 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 wirklich. Moment, wenn ich da, dann umschließe ich die und die. Ah, ich mache einfach, komm. Mal sehen, was er jetzt hier noch macht, um mich hier endgültig fertig zu machen. Ja, danke. <laughs> ähm, so vielleicht. Ja. Also, ich kann zumindest jetzt immer schon erahnen, was passiert, wenn ich irgendwo was hinsetze. Aber ich denke doch überhaupt nicht taktisch voraus, im Gegenteil. Eigentlich stümper ich mich hier jetzt gerade so ein bisschen durch. So, Moment. Wenn ich dahin mache, werden die alle weiß. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Weil er kann mich jetzt da unten nicht mehr umschließen, glaube ich. Mhm. Kann er doch? Was red ich da für ein Zeug? Ähm, ja. Viele Möglichkeiten habe ich ja jetzt nicht mehr hier irgendwo irgendwas hinzulegen. Ich, ja, ich mache mal hier so. Dann kriege ich zumindest so ein bisschen da zurück. Dann macht er da unten. Dann hat er die komplette Reihe. Und dann ist das Spiel auch gleich schon vorbei. Wie schade. Ich hätte es gerne noch jetzt stundenlang weitergespielt. Weil das ja so einen Spaß macht. <laughs> Blödes Spiel. <laughs> so. Immerhin. Hm. Ja, so, so ist auch gut. Und jetzt können wir da oben noch die Ecke zumachen, oder was? Beziehungsweise, ich glaube, ich kann nur noch passen, oder? Nee, ich kann hier nochmal die Reihe da unten weiß machen. So. 43 zu 12. <laughs> nee, zu 18 jetzt. Ja, ich habe 18 gesagt und da war es auch schon wieder vorbei. Jetzt sind es 11. Ja, ich glaube. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Dann passe ich. Du könntest ja passen, du führst ja quasi. Ja, danke. <laughs> ja, und jetzt? Ja, kann ich nur noch passen. Ja, danke. Vielen Dank. So, tschüss. 54 zu 9, ich glaub's ja nicht. Da schneide ich raus. Das habt ihr nie gesehen. Jemand fragt, habe ich Haus hoch gewonnen. Ich habe natürlich schwarz gespielt. Sieht ein bisschen aus wie das Game of Life. Ja, ja, komm. Mit der tollen Titelmelodie kannst du mich hier nicht mehr bekommen.